Das Warten hat ein Ende. Vorhin haben die Entwickler ganz frisch angekündigt, über welche Inhalte wir uns in den nächsten Monaten freuen können. Und Spoiler, diese sind leider etwas enttäuschend. Wie immer am Anfang eines neuen Quartals haben die Entwickler auch jetzt wieder frisch vorgestellt, welche neuen Packs, Updates und sonstige neue Inhalte die nächsten 3 Monate bereithalten werden. Hierzu wurde auf Twitter ein kurzes Video geteilt, in dem man eine Holzwand mit grüner Tapete und aufploppenden Kartons erkennen kann. Jetzt zu den neuen Inhalten, die wir im Zeitraum von April bis Juni erhalten werden. Hier stehen insgesamt 4 neue Sets und ein heißes Update an, wie es von den Entwicklern beschrieben wird. Welche Themen hier behandelt werden, ist derzeit noch unklar. Beim Update könnte es sich eventuell um neue Inhalte passend zum Sommer handeln. Das Thema der kommenden Wochen wird Take Me Home, also Bring mich nach Hause sein. In Kombination mit den Umzugskartons geht es hier wahrscheinlich um Inhalte zum eigenen Haus oder dem Umzug. Auf den Kartons sind ebenfalls Gartenwerkzeuge und eine kleine Pflanze zu sehen. Diese könnten also ebenfalls auf ein Thema der kommenden Sets anspielen. Ganz ehrlich, meiner Meinung nach sind die Inhalte leider etwas langweilig. Wenn das neue Update noch in diesem Monat kommen sollte, stehen uns 2 Monate mit ausschließlich neuen Sets bevor. Klar, die Wahrscheinlichkeit für eine neue Erweiterung ist, nachdem gerade erst Zusammenwachsen erschienen ist, bei 0. Aber zumindest hätte ich mit ein paar sonstigen kleineren Ergänzungen gerechnet. Hier gab es ja ebenfalls schon mal Monate, in denen wir wenigstens ein paar Sachen, abgesehen von Spieleinhalten, erhalten haben, damit wir newstechnisch nicht komplett leer ausgegangen sind. Hoffen wir mal, dass die Entwickler wenigstens die Sims Delivery Express Inhalte aus der Versenkung holen. Nachdem im großen Behind the Sims Summit Livestream nämlich angekündigt wurde, dass es jetzt jeden Monat ein neues Mini-Update mit ein paar kleineren Objekten geben wird, wurden diese dann doch wieder nur ein paar Wochen später vergessen. Übrigens, wenn ihr auf die verschiedensten Packs, also auch auf Zusammenwachsen, ordentlich sparen wollt, schaut gerne bei meinem Partner Instant Gaming vorbei, wenn ihr mich unterstützen wollt. Den Link findet ihr wie immer in der Beschreibung. Was denkt ihr zu den neuen Inhalten? Was stellt ihr euch unter dem großen Update vor? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.